So, da sind wir wieder zurück mit Mafia 2 und wir versuchen jetzt die Mission mit den Tankcluster zerstören. Einfach nochmal, in der Hoffnung, dass ich diesmal nicht so viel Scheiße baue. Ich weiß ja jetzt, worauf ich mich einlasse und was die Mission eigentlich beinhaltet. Von daher, wir sollten das hinkriegen. Der Truck entwischt mir schon jetzt. Natürlich nicht so erfreulich und das Auto, was ich habe, ist leider auch nicht wirklich so schnell, wie ich mir erhofft hätte. Aber ja, wir werden sehen. Ich muss diesmal auf jeden Fall darauf achten, dass ich nicht direkt beim ersten Truck lauter Bullen am Arsch habe. Und vor allem nicht so am Arsch habe, dass die gleich so aggro sind und mich abballern wollen, weil das ist halt dann nach hinten raus doch ein bisschen anstrengend gewesen. Wie wir gemerkt haben, ich hatte die Mission eigentlich fertig, aber ja, dann haben die mit automatischen Waffen auf mich geballert und ich habe es vorgezogen, mich dann einfach selbst umzubringen. So, das war der erste. Wir gucken mal kurz. Okay, das Navi sagt uns die richtige Richtung, das ist schon mal gut. Der Bulle da, der will gar nichts von mir. Ich hätte ihn fast überfahren, aber zum Glück konnte ich das durch meine genial guten Fahrskills noch verhindern. Sonst hätte ich jetzt schon wieder ein Problem gehabt. Ich habe immer Angst, dass die Nachbarn mich hören, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, um Mitternacht so eine Scheiße in den PC reinlaber, weil die Wände hier doch ein bisschen dünn sind. Aber ich hoffe mal, das ist nicht der Fall, sonst werden die mich wahrscheinlich morgen einweisen lassen. Ich weiß es nicht. Also was halt schon irgendwie extrem ist, sind die Grafikfehler die ganze Zeit. Ständig flackert alles und poppt hier irgendwie auf und so. Das ist schon ein bisschen fail. So. Die Typen sind schon mal weg durch die Explosion. Die anderen. Da holen wir uns mal die Sniper. Holy shit, der hat mir einen Headshot verpasst. Der hat gezimmert hier, meine lieber Scholli, du. Ich muss jetzt leider die Bullen abknallen, weil die sind schon wieder viel zu dicht an mir dran. So, den noch schnell. Dann haben wir das. Mal die Shotgun noch ein bisschen nachladen. Tommy Gun raus, nachladen. Ja, fuck, Mann. Wir haben einen Tötungsbefehl. Tatverdächtiger ist bewaffnet. So. Ich sollte jetzt auf jeden Fall mich hier entfernen. Ich habe mich schon wieder viel zu lang hier aufgehalten. Also zum Glück ballern die noch nicht mit automatischen Waffen, aber das wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Der ist zum Glück alleine drin, da kann er eh nichts ausrichten. Und ich versuche den mal irgendwie gegen den Baum zu lenken. Okay, das hat nicht funktioniert. Aber vielleicht. Ach, jetzt hör halt auf, mich zu schieben, ey. Muss da irgendwann mal irgendwo hängen bleiben hier. Ich meine, ich bleibe normal auch an jeder, keine Ahnung, 5 cm hohen Kante hängen. Da habe ich es nicht gesagt. Sehr gut. Sehr gut. So, ich hoffe, das ist nicht mehr allzu weit weg, wo wir hin müssen. Ah ja. Okay, ich denke. Ah ja, da ums Eck, genau. Okay, ich habe leider keine. Das ist natürlich shit. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben einfach. Wer ballert denn da auf mich? Hä? Holy shit! Fuck, Mann! Die wurden mir gar nicht angezeigt auf der Karte, kann das sein? Oder habe ich die mit den Trucks verwechselt? Oh, okay. Also das Spiel nimmt jetzt doch ein bisschen Fahrt auf, muss ich sagen. Ja. Egal, wir kriegen das hin. Oh, da ist mein Auto. Und das ist sogar nicht kaputt. Sehr gut. Nice. So, jetzt aber alle guten Dinge sind drei. Wir kriegen das hin. Ich hätte mir halt echt mal irgendwie Granaten besorgen sollen, aber ich glaube, die gibt es nur bei Giuseppe. Die gibt es nicht im normalen Waffenladen. Deswegen habe ich die neulich nicht gefunden, da wo ich einkaufen war. Ja. Eigentlich kann ich ja, ich muss ja nicht mal. Ich hoffe, biegt der Bulle jetzt hier ab? Nee, ne, und wenn, dann kriegt er das eh nicht mehr mit.
kann eigentlich, wenn ich hier schnell aussteige jetzt, sollte ich den noch erwischen, ne? Komm schon. Jawohl, easy. Gut. Dann einmal einen U-Turn. Naja, der war jetzt nicht so spektakulär. Ich mach mal ein bisschen Radio an. Ich weiß gar nicht, wie die Lautstärke da eingestellt ist. Hört man eh nicht, ne? Dann können sie auch wieder ausmachen, egal. So. Jetzt nur keinen Unfall bauen bei der Geschwindigkeit, weil sonst bin ich gleich wieder down. Dann ballern die eigentlich gleich auf mich, oder? Okay, die sind auf jeden Fall down. Jetzt noch schnell den. Das war's. Schnell weg, bevor die Bullen kommen. Ah, oh, die Typen sind da. Nein, 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 nicht rumsliden. Alter, sonst ballert mich der Gangster tot. Oh, der Bulle hat den erlegt, geil. Nice. Und die Bullen sind noch nicht mal so böse, dass sie auf mich ballern wollen. Also diesmal schaffe ich's. Da bin ich überzeugt von. Das Auto fährt sich trotzdem beschissen. Das war aber in der Definitive Edition auch nicht besser. Also ich bin da ein bisschen rumgefahren. Ich meine, klar, Grafik und so ist geil, aber... Was heißt geil, aber auf jeden Fall besser. Aber das Fahrt... Nein! Aber ich darf nicht rumschreien. Ich wollte gerade eigentlich rumbrüllen, aber... Wie gesagt, die Nachbarn, das... kann ich mir jetzt auch nicht erlauben. Shit! Ey, mir das war so ein guter Run, ey. Wirklich so gut. Das ist doch zum Kotzen, ey. Okay, das gleiche nochmal wie gerade eben, nur eben ohne Sterben. Mann, so eine Scheiße, ey. Okay. Aber jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ich habe zwar gesagt, alle guten Dinge sind drei, aber so genau geht es ja auch wieder nicht, ne? Da machen wir halt alle guten Dinge sind vier draus und... dann wird das schon. Machen das gleiche wie gerade. Wir fahren schön dicht dran. Damit wir den auch noch erwischen. Nein, du sollst doch aussteigen, bis... Fuck. Scheiße. Na, Junge. Weil der nicht gleich ausgestiegen ist. Er ist noch weitergefahren. Es wird schon wieder langsam. Ja, als ob der jetzt... Ich wusste doch ganz genau, wo der ist. Leute, Leute, Leute. Oh Mann, vielleicht ist es auch einfach zu spät zum Aufnehmen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich schon so durch mit der Welt heute. Ich kann es echt nicht sagen. Komm raus aus dem Wagen jetzt da. Ja. Es geht ja wieder nicht, weil... werde ich direkt wieder gesucht. Jetzt tut mir der Truck schon entkommen und mit dem lahmarschigen Auto komme ich eh nicht hinterher. Ich glaube es echt nicht. Oh, ich würde mir so wünschen, dass ich aus dem Auto rausballern kann, dann wäre die Mission so Kindergarten-like, ja. Genau richtig für mich. Aber man kann anscheinend nicht alles haben. Ich stelle mich aber auch an wie der letzte Mensch, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. So, 1, 2, 3. Lass mich... Jetzt trifft der nicht mehr, weil er zu... Alter. Nicht dein Ernst. Ich sag dazu jetzt einfach nichts mehr. Jetzt. Alter, ich habe doch schon die Sniper genommen, die eigentlich so eine weite Range haben müsste, dass das kein Problem sein sollte. Aber anscheinend, ja, ist es halt doch ein Problem. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein schnelleres Auto. Probieren wir es halt nochmal, ne? Ich meine, was habe ich schon zu verlieren außer Zeit? Ich habe noch 5 Minuten in dem Part, dann müsste ich schon wieder einen neuen beginnen. Und dann habe ich die Mission halt immer noch nicht geschafft.
hänge ich bald eine halbe Stunde dann dran. Es ist echt, ja, mehr als peinlich. Aber ich kenne ja jetzt, ich könnte natürlich vor ihn fahren. Ich kenne ja seine Route. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich fahre jetzt da hoch, warte dann da auf ihn und werde ihn dann auf diesem Wege ausschalten. Vielleicht ist das ein bisschen sinnvoller. Wahrscheinlich schaffe ich es, dass der genau dann explodiert, wenn er bei meinem Auto ist und mein Auto dann auch kaputt ist. Nö, der ist instant explodiert. Sehr gut. So, jetzt aber schnell weiter. Diesmal könnte es was werden. Ich hab's im Ruin. Oh, Mann. Komm, Baby. Zeig, was du drauf hast. Nur nicht umbringen jetzt. Beim Fahren. Ist halt auch immer eine Gefahr bei mir. Oh, Bremsen. Die Bremsen sind so kacke. So, jetzt komme ich, glaube ich, diesmal von der anderen Seite für die Tankstelle, ne? Ja. Und da werden wir jetzt gleich mal... früher aussteigen. Bullen sind gerade nicht unterwegs. Das heißt, ich kann das Ding ohne Probleme abballern. Schnell noch den zweiten. Du lebst ja immer noch da hinten. Alter, der... Nein! Oh. So, dennoch. Fertig. Waffe weg, Waffe weg. Also noch wollen sie mich nur verhaften. Ich hoffe, das bleibt so. Wo ist mein Auto? Ach, hinter dem. Okay. Ich hoffe, die ziehen mich da jetzt nicht raus. Das wäre sonst mega assi. Ja, nix Motor abstellen. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss hier eine Mission zu Ende bringen. Ihr müsst ja verstehen, ich stelle mich dann nachher auf der Wache. Aber jetzt geht's halt gerade nicht. So, und das, was ich jetzt noch vor mir habe, ist eigentlich die letzte Station sozusagen. Nur noch das und das war's. Scheiße, ist das Ding schnell. Ich werde nicht mehr gesucht, das ist gut. Das ist sehr gut. Eigentlich beste Voraussetzung jetzt für das Abschließen der Mission, für das erfolgreiche Abschließen der Mission. Aber wie ich mich kenne, werde ich es halt auf irgendeinem Weg wieder verkacken. Da wäre jetzt ein Waffenladen, aber da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock irgendwie anzuhalten, weil Zeitlimit habe ich ja schließlich auch noch und so. Deswegen, ja, Tommy Gun raus, Truck zerstören, den auch noch, treffe ich den von da, scheiße. Ja, jetzt ballern die wieder, die wurden mir gar nicht auf der Karte angezeigt. Ich hoffe, man kann da irgendwie durchgehen. Ich befürchte, dass das fast nicht geht, ne? Ja, die Bullen, fuck. Warte mal. Was soll das denn? Alter, jetzt ist die Aufnahme abgebrochen. Ich kack hier ab. Wie geht denn der scheiß Overlay aus? So. Okay. Mann, ich kriege echt zu viel hier. Jetzt muss ich einmal um den Block laufen. Okay, dann nehmen wir jetzt mal hier die Sniper. Hoffen, dass wir dann den Truck schnell wegsnipern können. Weil die Typen laufen jetzt natürlich alle hinter mir her und sind eigentlich jetzt alle weg, was gar nicht doof ist. Dann nur noch in die sichere Zone, Auto klauen irgendwie und das war's. Da, bam. Das war's, Scheibe einschlagen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Nur noch in die sichere Zone, die gar nicht mal so arschweit weg ist. Von daher, Bullen haben das Interesse an mir verloren. Sehr gut. Die bösen Typen, es können natürlich sein, dass die noch da sind und mir gleich entgegenkommen und mir einen Headshot geben oder so. Aber ich hoffe es einfach mal nicht. Ja, easy. Das war
Das war jetzt tatsächlich fast gut. Ne? Man muss einfach, wenn man irgendwie in Bedrängnis ist, mal um den Block laufen und dann ist alles gut. Wenn ich nicht so dumm mit meinem Steam-Overlay und so gefailt hätte, dann wäre es natürlich noch besser. Aber man kann nicht alles haben. Und ich kann dann wenigstens mit Stolz von mir behaupten, diese Mission im zweiten Part nach 30 Minuten abgeschlossen zu haben. Danach brauche ich aber eine einfache Mission, einfach wo ich wieder nur irgendwie so ein doofes Auto klauen muss und das irgendwo hinfahren muss, 3 Meter, das wäre dann zur Entspannung nicht schlecht. So, jetzt aber keine Kacke mehr bauen mit dem Bullen oder so, ich sehe schon hier auf den letzten Metern noch. Ja, hier zum Beispiel die Frau überfahren und dann wieder abgeballert werden, das brauchen wir jetzt nicht. Mission beenden. Nice. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.